Willkommen zurück zu Silent Hill 4. Ja, Leute, beim letzten Mal haben wir gute Fortschritte in der Wassergefängniswelt gemacht. Wir waren, ja, quasi überall. Haben auch den Geist von dieser Welt schon niedergerungen. Ja, im Blitzverfahren mit einer Silberkugel. Haben dafür diesen Schlüssel bekommen. Doch jetzt, ja, will ich erstmal kurz nach Hause, um wieder das Inventar zu sortieren. So. Gut. Gut, 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 gut. Wir machen auf jeden Fall gute Fortschritte. Habe ich schon gut gesagt? Ich denke schon. Ja. So. Ja, welcome home. Mal gucken, ob uns auch diesmal eine Geistererscheinung erwartet. Ich warte ja speziell auf eine ganz bestimmte. Das klingt nach dem Wasserhahn. Ja, das ist definitiv der Wasserhahn. Habe ich eine Katze im Inventar? Nein, natürlich nicht. Ja. Das lässt sich ändern. Wo haben wir eine? Wenn ich schon mal hier bin, für das, was jetzt kommt, nehme ich gern ein bisschen Munition mehr mit. So. Kerze noch. Gut. Ja, dann. Nein. Was habe ich jetzt hingeladen? Ich muss schon auf die Kerze gehen. Ja, der Spuk besteht daraus, dass hier einfach mal Blut aus dem Wasserhahn kommt. Blutige Spüle, sehr schön. Das macht Appetit. Und das war's auch wieder schon. Schon der zweite Spuk hier in der Küche. Gut. Ach ja, Moment. Wenn ich schon mal hier bin. Nochmal ans Fenster gucken. Ah, nee. Schade. Da ist nix. Ich hoffe, euch diesen Random-Effekt, der ab dieser Welt auftritt, noch irgendwann zeigen zu können. Genauso gibt es hier draußen noch ein zufälliges Ereignis. Das aber noch seltener ist als, ja, das aus der Sicht hier. Na, alles mal abwarten. So, ich bin ausgerüstet. Ja. Dennoch nehme ich mir zur Sicherheit nochmal ein bisschen Heilung mit. Heilung. Unsere Reserven sind ja, glaube ich, nicht. Also sind ja relativ okay. 4 Drinks, eine Ampulle und ganze 4 Erste-Hilfe-Kästen. Ja. Ampullen. Ich kann mich nicht erinnern, hier schon mal mehr als eine oder maximal 2 in einem Durchgang gesammelt zu haben. Nee. Ich glaube wirklich, mehr als eine habe ich nie gefunden. Ja. Damit ist das Spiel dann doch wieder knausrig. So. Womit ich jetzt aber nicht knausrig bin, ist hier Pistolenmunition rauszuhauen. Denn jetzt kommt wieder eine Nervstelle. Ja, ich fand den Geist ja im letzten Part schon nervig. Dann was jetzt kommt, ist, naja, auch nicht gerade unlustig. Wir kommen in den Generatorraum, der hier auch schön läuft, Hochbetrieb. Wir waren hier schon mal, da hinten ist eine Tür, die beim letzten Mal zu war. Aber ihr seht, diesmal ist er ein klein wenig besser bewacht. Von daher wird er diesmal wohl mehr gehen.
Guckt euch an, wie viele das sind. So. Massen sterben. Komm hin. Nein. Problem ist ja, wenn es so viele sind, hast du nicht wirklich Zeit, zu jedem hinzugehen und ihnen den Todestritt zu geben. Von daher. Machen wir das gerne mal aus der Distanz. So. Ja, Mensch. Das lief doch besser als erwartet. Sehr schön. Ich kann Aileen nicht einfach allein lassen. Ja, das verrät schon. Diese Tür ist offen und es ist wieder ein, ja, ich sag mal, Wegpunkt, den wir nur mit Aileen zusammen betreten können. Sehr schön, sehr schön. Das nenne ich mal Erfolg auf ganzer Linie. So gerne ich hier auch mit Schlagwaffen hantiere in dem Spiel, vor allem mit der Axt. Aber für diese Gegnerhorde, es macht keinen Spaß, da mit der Axt rumzurennen. So. Halt. Nein, diesmal machen wir es richtig. Und nehmen die hier. So, bleibt noch eine Frage. Und zwar hätte ich das eine Schwert, das da erwähnt wurde, doch noch gerne. Die Frage, es ist erster Stock. Ist das hier der oder die Etage drüber? Also, ich sehe das hier gerne als Erdgeschoss an, aber deswegen, ich probiere jetzt mal ins Ding da oben. Das Ding, genau. Damit noch einer blöd kommt. Fall um. Patsch mich der Nächste. Natürlich. Okay. Zwei, drei Schuss versemmelt, aber Hauptsache die Viecher sind tot. Ich kann ja mal in Ruhe gucken, wo meine Türen sind. So. Ah ja, hier ist es schon. Es ist eine Art Schwert. Sehr schön. Echt sehr schön. Damit habe ich alles, was ich in dieser Welt, ja, holen wollte. Eieiei, schöner Headbutt. Da. Henry, würdest du bitte da runtersteigen? Ja, danke. So. Es gibt jetzt eigentlich nur noch einen Ort, den wir noch nicht abgecheckt haben. Aber dann nehmen wir am besten gleich Aileen mit. Lässt sich ja alles hier wunderbar vereinbaren. So, na Mädel, wie geht's? Hast du mich vermisst? So, ich heile mich erstmal und du kommst an die Reihe, sobald wir wieder eine Kerze haben. So. Jetzt müssen wir den langen Weg nehmen, weil Aileen ja keine Leitern nutzen kann. Hooray. So. Ja.
drauf. Einfach durch hier. Okay. Das war trotzdem nicht gewollt, dass ich da reinrenne. Henry hat einen leichten Bremsweg, deswegen bin ich da jetzt reingeschlittert. So. Ach, ihr Dinger seid ein bisschen lästig. Lass mich doch einfach mal durch. Mensch, Andrew, alte Socke, lass dich mal nicht so gehen hier. Komm, raff dich auf. Ach so, vergaß, kannst du nicht. Haha. Ha. Ah, Moment. Eileen? Eileen, komm mal bitte kurz mit, ja? Ach so, ja. Nee. Ich sollte auf der Karte schon gucken, wo wir sind. Und nicht, was für eine Etage wir gerade haben. Und zwar will ich mal hier rein. Ja, den Mittelbereich hier haben wir noch nicht. Yep, du hast das erfasst, Aline. So. Und jetzt warte mal kurz, Mädel. Ich will nur gucken, ob hier neue Items liegen. Hier schon mal nicht. Ich auch nicht. Übrigens, ja, der Griff ist eingerostet. Wir können die Etagen nicht mehr drehen. Beim ersten Besuch dieser Welt den versteckten Elektroschocker sich nicht geholt hat, hat jetzt auch nicht mehr die Chance, ja, das nachzuholen. Tja, shit happens. Und hier liegt echt noch was. Ein Schlagstock. Eine Waffe für Aileen. Mit bleibeschwerter Schlagstock aus Leder. Mit wenig Kraft Schaden anrichten. Ja, sieht sehr schmerzhaft aus. Ja, bestimmt, ja, ein... Nutz an... Gott, mir schweben jetzt wieder mehrere Sätze im Kopf rum. Ich sag mal so, sicher ein Gegenstand, der hier von den Wärtern täglich zum Einsatz kommt. Und, mein Gott, ich muss runter. Andere Seite. Ja, ist ja gut. So. Ach, jetzt müsst ihr natürlich hier sein. Aileen, wir gehen. Henry, würdest du bitte den anvisieren? Ja, danke. Ja. Das kommt davon, ich möchte hier schnellstmöglich raus, weil ich... Ah, ich finde es einfach unangenehm, diesen Geist in der Nähe zu haben. Ja, ich hasse den Kerl. Zumindest in seiner Geistform. Kann ihn nicht ab, von daher... Aileen, mach hinne. Ich will gehen. Aileen? Aileen. Na Gott, ich muss die Gute echt mal langsam heilen. Wenn wir das nächste Mal zu Hause ankommen, bringe ich dir eine Kerze mit und heil dich. Versprochen. Dann kannst du auch wieder, glaube ich, ein bisschen besser Schritt halten. So, ins Laufmädel. Da hinten ist die Rettung. Raus aus diesem Drecksloch. Und tschüss. Ja. Und wieder befinden wir uns auf der Wendeltreppe. Diesmal sehr dunkel, düster. Aber wieder mit neuen Sachen am Wegesrand. Ja, Kamera. Sie ist ja eigentlich wirklich nicht besser. Was haben wir denn hier wieder Schönes? Ein blutiges Bett.
Ein. This must be what hell is like. Ein Kopf über aufgehängten, sich windenden Körper. Könnte sogar eine Frau sein. Was haben wir denn noch? Wieder eine Art Käfig, in dem ein paar Teile rumliegen. Ist ja gut. Wir haben es ja bald. Bald kannst du dich wieder ausruhen. Stell ich dich wieder irgendwo ab. Okay, ja, die Treppe war jetzt nicht so der Bringer. Aber ich habe noch ein paar Sachen im Kopf, die noch kommen werden. Die finde ich ziemlich cool, von der Symbolik her. Daddy? Hä? Eileen? Hast du gerade was von Daddy gesagt? Ja. Ach ja, Daddy. Nein, das ist nicht Daddy. Willkommen zurück in der Gebäudewelt. Und ja, wen wir da gerade gesehen haben, dürfte klar sein. Ja, der liebe Nachbar ist zurück. Richard, diesmal auch als Geist. Und hier liegt ein Tagebuch. Ich möchte zurückgehen in diese Zeit. Die Dinge waren damals so gut. An meinem Geburtstag. Die süße Katze in der Tierhandlung. All diese Bälle im Korb. Billardspielen hat auch Spaß gemacht. Die Tür der Zeit stand weit offen. Wenn ich vier Dinge sehe, muss ich immer an diese Zeit denken. Ja, und damit haben wir die Erinnerungen. Damit ist das Weltenrätsel eingeleitet. Dazu gleich mehr. Erstmal gucken, was wir hier noch so. Ja, Eileen, du bist sehr mitgenommen. Nährstoffdrink. Kurze Erklärung. Je schlechter es Eileen geht, desto mehr wird sie, ich sag mal, von Walter beeinflusst. Von daher stammelt sie manchmal Sachen, die aus ihrem Wort nicht unbedingt Sinn machen. Oder sich eben creepy anhören. Und yay, hallo Nachbar. Und hier liegt sonst nichts weiter rum, hä? Sehe ich das richtig? Gut, dann können wir ja gehen. Ja. Eileen, die mitkommen. Danke. So. Knöpfe. I remember this place. It looks a lot like downtown Ashfield. Ja. Hast du recht, meine Gute. Wir haben im letzten Part ja schon erfahren, wie die Welten in etwa zusammenhängen, was er für eine Bedeutung für Walter immer hatten. Gott, hier ist das Tastenfeld. Obere, untere. Nehmen wir erst mit die untere Taste. Oh, Eileen geht's echt sehr schlecht. Ja, Joseph. Joseph Schreiber, Henrys Vormieter. Der ja auch aus diesem schönen
verfluchten Apartment verschwunden ist und uns Botschaften zuschiebt. Und das hier ist eigentlich ein optimaler Ort, um Eileen abzuschieben. Ah, eine Kerze, Kerze. Aber wisst ihr was? Eileen, es tut mir leid, aber ich werde dich nicht heilen. Nö. Einfach weil... Nun ja. Ich möchte noch ein paar mehr von deinen... creepy Ekstasen mitbekommen. Na, ich möchte noch sehen, was du für Sprüche bringen kannst. Ich möchte sie im Video haben. Let's play. Auch wenn das sogar so weit gehen kann, dass Eileen Henry wehtut. Und sich selbst. Aber naja, mal gucken. Vielleicht kommt er nicht so weit. Ah, okay. Da ist nichts. Hier ist fest zu. Und Moment, mir kommt da gerade noch was. Sorry, ich muss nochmal runter. Ich muss nochmal runter. Ich habe die andere Seite gar nicht gecheckt, oder? Ah ja, hier könnte ich dann... Mhm. Gut. Ah, dann könnte ich Eileen sogar im Ding... im Fahrstuhl zurücklassen. Das wäre optimal. Dann... checken wir noch schnell die obere Taste. Und hier ist zu... Hier kommen wir hier hin. Hier könnten wir dann, glaube ich, auch den Fahrstuhl nicht wechseln. Okay. Ist ja gut, ist ja gut. So, bitte mitkommen. Gut, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das am besten mache. Eileen, es wäre echt am besten, sie hier im Fahrstuhl zu lassen. Auf der anderen Art muss ich in den anderen Fahrstuhl. Mal gucken, mal gucken. Also, Eileen, man sieht sich. Nicht weglaufen, ja? So, kann ich jetzt hier... Und er ist sogar da. Ja, sehr schön. Ja, ich bin im Fahrstuhl direkt gegenüber. Ah, wenn man hier die Kamera umstellen könnte, könnte ich vielleicht sogar Eileen, zu Eileen rübersehen. Ah, das wäre auch cool. So. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich hier am besten aber anfange. Es gilt immerhin, hier das Weltenrätsel zu lösen. Ja, am besten machen wir die Schoße von oben nach unten, ha? Oder nee, warte mal. Ich check das am besten mal kurz mit der Karte ab. Unter mir ist... Okay, da geht's dann zur Bar. Gehen wir die ganze Schose nochmal von oben nach unten durch. So, Weltenrätsel heißt in dem Sinne nämlich, dass wir jetzt halt vier Orte aufsuchen müssen. Vier Orte, die was mit... Oh nein, Moment, Moment, Moment. Ich muss nochmal zurück. Ich muss zurück. Vier Orte, die ja mit dieser Erinnerungsnotiz eben verbunden sind. Und dort müssen wir was machen. Und mir ist gerade rechtzeitig noch was eingefallen. Und zwar, dass hier noch irgendwo was für diese Aufgabe rumliegen sollte. Apropos rumliegen. Hier liegt diesmal nichts für uns rum. Kein Nährstoffdrink oder sowas.
Einmal durch die Tentakelhorden. Yay. Hentai-Fantasien for the win. So, das Ganze nur hier für Spielkugel. Damit haben wir die Billardkugel. Sie ist weiß und hat keine Zahl drauf. Ach komm, ich glaube in der Richtung geht es eh Richtung Bar. Dann nehmen wir gleich mal die in Angriff. Das ist kaputt. Und die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist die Tür, durch die wir später Eileen führen müssen. Das weiß ich noch. Jetzt erstmal wieder hier durchkommen. Schauen wir doch gleich mal runter zur... Bar. I'm going to see my mom. Stay out of my way. Who are you anyway? My name's Walter. Walter Sullivan. It's time to complete the 21 sacraments. But that's my name. And what are the 21 sacraments? Don't worry. You'll know soon enough. Well, let's go and see Mother. Let me go, that hurts! Damn! Oh ja. Ja, schön, dass ich jetzt unvermittelt vor die Geister abgesetzt werde. Danke, danke Spiel. Erste Hilfekasten. Ja, nehme ich doch gerne mit. Lalala, damit tschüssi. So. Kamera lässt sich gerade nicht drehen. Gut. Oh, die Geräusche hier wieder. Viele Kartons, aber sonst nichts. Moment. Von wegen nichts. Hier liegt ein Volleyball. Genau. Den brauchen wir dann auch nochmal. Ich will nicht. Ja, beim letzten Mal war dieser Ort hier noch leer. Jetzt gehen hier viele besessene Rollstühle um. Ja. Tschüss. Mir ist egal, ob da hinten vielleicht noch was liegt. Nö. Gut, noch eine Kerze. Na, können wir echt mal noch mal... Vielleicht doch eine für Eileen springen lassen. Später mal. Mensch, mach doch nicht so einen Krach. Was sollen die Nachbarn sagen? Okay, wir stehen direkt vor der Bar. Mir steht es um meine Energie. Eigentlich nicht so gut. Kam hier nicht was? Nein, hier kommt nichts. Okay, immerhin. Ah, weg hier, weg hier. Gut. Billardtisch. Mit Billardkugel. Und damit erste Erinnerung komplett. Bleiben noch drei. Die gehen wir im nächsten Part an. Leute, bis dann.